Ihr seht hier Woche für Woche, seht ihr diesen See, die Bäume im Hintergrund und man fragt sich, meine Güte, wie ist denn wohl dieser See entstanden? Heute werde ich es euch verraten. Es steckt ein Biber dahinter. Einer hieß Norbert, der andere weiß ich nicht mehr. Wie heißt der? Simon Live? Mon Unterstrich Official. Ich hasse alle Menschen mit Unterstrich in irgendwelchen Namen. Oh, wenn du das Mara sagst. Oh. Ja, das ist unfassbar. Mara hat auch wirklich den Vogel abgeschossen mit ihrem Namen auf Twitch. Die will nicht, dass man sie findet. Der Fluch sei dieser Hundesohn. Also, was ist das denn? Was ist das denn hier, eine Ansage oder was? Ich glaube, wir treffen uns mal hinter der alten Mühle oder was? Zu einer Rangelei. Das gibt eine Keilerei, glaube ich. Oh, das gibt eine Anzeige, so was von. Das schneide ich natürlich nicht ins Best-of. So, die nächsten Clips mit Ede werden sofort gelöscht. Stellt euch vor, ihr macht eine Reaction auf das Best-of und der einzige Clip von Indien ist der mit der Reaction. Ey, das wird sowas von ausbaldöbert hinter der alten Mühle. 333, sage ich dazu nur. Da hinten, die ganze Zeit sitzt er. Still in seinem Kartönchen. Und guckt zu. Vielleicht, theoretisch könnte ich wahrscheinlich auch noch zumachen und er wird nichts sagen. Das ist natürlich der Vorteil an so einem kleinen Hund, den kannst du immer einfach in irgendwelchen Kisten verpacken. Und dann macht er keinen Mucks mehr. Mache ich immer zu Weihnachten, mache ich schon 2 Tage vorher, tue ich den in so ein Paket und stelle den unter den Baum. Was noch mal? Hey, Kistenhund! Setz dich mal hin. Da haben die YouTube-Mäuse sich beschwert. Ich kann mich nur nicht einfach erschrecken, während ich ein Best-of gucke. Nein, das Gute ist, die Clips von mir, die ich nicht im Best-of haben will, die schneide ich einfach nicht rein. Das ist, ich habe die Macht. Boah, das sieht nach einem. Oh Gott! Okay, der hat mich auch gekriegt. Holy fuck! Oh, okay! Ah, das können wir nicht machen hier! Ich dachte, ich hätte alle Leicht zu haben für Jumpscare. Springschrecke Der war aber echt böse, ey. Hier ist CPU drin. Ganz wichtig. Ja, sehr, Wofür sehr steht CPU? zugedeckt. Computer. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fasan lege und dann werden die. Kurz mal eine Eins in den Chat, falls ihr denkt, dass so jetzt wieder ein Witz anfängt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fasan lege. Dann werden die irgendwie geschickt. Muss ich dann noch Versandkosten dazu? Oh Mann! Aber Nils fängt es ganz oft an mit, wenn ich jetzt zum Beispiel mal. Oh. Rechnen? Ja, das ist richtig. Das ziehen wir dann direkt Und dann ab. immer das Aber Gesicht. dafür haben wir noch jemand anders im Haus. Das kann ich jetzt nicht direkt beurteilen. Aber du hast vollkommen recht. Danke für diesen wunderbaren Einwand, Nils. Sehr Aber schön. Ist Rehal nicht kostenlos? Weil hier hinter ist ja noch so ein kleiner Berg an was auch immer. Ich glaube, das ist Simons Wäsche. Ja. Im Moment sollen alle drei Bilder in einem Post oder random jeweils ein Bild pro Post und dann im Abstand einiger Zeit? Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. So oder so, würde ich meinen. War bei Meme-Master ja auch so, dass manche ihre Memes zeitversetzt eingeschickt hatten. Naja, ich träume jetzt weiter von geometrischen Formen. Genau, Das dann wird lass uns noch jetzt aber witzig, ja. erstmal mit dem Mainboard anfangen. Das ist sozusagen das Herz des Rechners, Das ist der könnte man Körper. sagen. Der Körper. Genau, der Kadaver. Und da steckst du dann die Organe rein, so gesehen. Ah, ich dachte, damit es am Ende funktioniert.
Okay, alles klar. Das Mainboard ist der Kadaver des Rechners, in dem dann Haut. Alle anderen drinstecken. Das ist die Haut. Genau, das ist die Haut. Die schützt den, das ich Innere. Dachte, das wäre, ja, okay. Okay, alles klar. Okay. Gut, wir fangen hier Stück für Stück an. Das ist ein sogenannter Schraubenzieher. Der ist ganz wichtig. Damit kann man die verschiedenen Komponenten zusammenschrauben, damit die nicht rausfallen. Das ist ganz schlimm. Wenn ihr das auch schon mal gesehen habt, weiß ja nicht, ob das jeder kennt. So. Das kennt man vielleicht. Man ist in einem knallharten Multiplayer-Game, Battlefield Bad Company 2. Da geht's richtig Action her und zack, fällt der Computer auseinander. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wird das alles fest verschraubt, damit das auch zusammenhält. So, im Chat sind sie richtig erstaunt, dass wir jetzt hier quasi schon ein Werkzeug vorgestellt haben. Die haben das noch nie gesehen, glaube ich. Oh, Saurus. Magst du deinen Post vielleicht editieren und die Bilder mit neutralerem Dateinamen hochladen? Man sieht die Namen bei großen Bildern, wenn man drüber hovert. Und Galactico dann so, das hatte ich doch schon gemacht. Und, und Teddy dann so, welche Stimme habe ich denn doch? Mara wollte auch raten, ob es der Film, das Hobby oder der Erbietiger-Moment ist, die das Bild gerade darstellen will. Das wird bei deinem Namen schon ein bisschen verraten. Oh, ist anstrengend, wenn ihr mit Teddy im Voice seid. Er arbeitet teilweise auch bei Dingo tatsächlich. Oh nein, und Galactico wieder. Okay, ich hatte es so verstanden, dass es explizit um die richtige Reihenfolge des Bildes geht. Aber okay, dann muss ich das wohl nochmal anpassen. Ah, so hat es sich nämlich geklärt. Deshalb hatten wir Galactico da oben mit den drei Bildern. Perfekt. So, jetzt kann ich gleich nichts mehr sagen, nachdem ich einmal Teddy nachgemacht habe. Seit wann klingt Teddy wie ein Dursley? Ich habe ja auch nichts zu trinken, das ist mein Problem. Also, ich kann nur an einem Abend einmal Teddy nachmachen, ansonsten wird es schwierig. Schwierig.